Guten Abend. Wir stellen uns mal Folgendes vor. Die AfD gewinnt die Wahl 2021. Haushoch. Wirklich haushoch. Weit über 50%. Dann bleibt die Frage, was dann? Und was hat das aber auch in diesem Fall mit IQ ist nichts, Unbildung alles zu tun? Ein Nachtrag. Seid gespannt. Wir gucken uns dafür einiges an und ihr könnt dann selber entscheiden. Und schreibt es ruhig in die Kommentare bei YouTube. Bloß, wenn das außer Rand und Band gerät, muss ich die Kommentare wieder sperren. Also reißt euch am Riemen. Na dann, gehen wir mal ins Wahlprogramm. Das war die Kurzversion. Und ich habe dort nach Begriffen gesucht, und zwar nach dem Wort Corona und nach dem Wort Pandemie. Und ich vergrößere das mal, damit das mit der Pandemie besser zu sehen ist. Und jetzt schauen wir. Und da gibt es Formulierungen, die passen mir nicht ganz. Das passt mir. Die Pandemiepolitik der Bundesregierung hat der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zugefügt. Okay, ja. Die Corona-Lockdowns haben mehr geschadet als genutzt. Das passt mir nicht. Haben sie denn überhaupt genutzt? War meine Frage. Gucken wir ein bisschen genauer ins Wahlprogramm. Da fiel mir in dem ausführlichen Wahlprogramm folgender Satz auf, der mir auch nicht ganz gefallen hat. In dieser Situation liegt die Corona-Pandemie, also wird einfach so hingenommen, das Wort, und das stört mich etwas. Nochmal, in dieser Situation legt die Corona-Pandemie die internationale Wirtschaft zeitweise weitgehend lahm und führt zu einem dramatischen Rückgang der Wertschöpfung. Ich habe dann diese Wörter, zum Beispiel Corona, immer wieder gesucht. Es kam mir sehr wenig vor und vor allem stand es nicht an erster Stelle. Nochmal zurück. Auch hier. Ja, hier steht es mit. Das ist nämlich Punkt 1, Wirtschaft und Arbeit. Normal ist ein Land, das wieder anpacken darf. Ja, da steht es mit dran. Aber da steht es nicht drin, was die AfD damit zu tun gedenkt. Mit den Corona-Maßnahmen. Dann gucken wir nochmal weiter. So, weiter. Ich habe dann wieder nach dem Wort Pandemie gesucht. Und es kam ein weiterer Satz. Also, er verkraftet aber nicht die Doppelbelastung durch die politisch initiierten Strukturbrüche und pandemiebedingten Einschränkungen. Jo, ist so, ne? Nehmen wir so hin, wieder. Das sind ja pandemiebedingte Einschränkungen. Das lag ja nicht an irgendwas anderem, sondern es lag an der Pandemie. Ich glaube, ihr ahnt was. Was mir gefallen hat, ist dieser Passus im Parteiprogramm der AfD. Wir setzen uns zudem dafür ein, dass die WHO die begrifflichen Voraussetzungen für das Vorliegen einer Pandemie wieder um den bis 2009 gültigen Zusatz eine enorme Anzahl von Todes- und Krankheitsfällen erweitert, damit das Wort Pandemie überhaupt gerechtfertigt ist. Jetzt ist so eine Frage, was ist eine enorme Anzahl? Ich hatte schon in anderen Videos mal auf seltene Krankheiten Bezug genommen und 50 von 100.000 gehört noch zu seltenen Krankheiten. Naja, gut. Und weiter, ja, das war's schon. Ich könnte jetzt noch sonst was suchen. Und was hat das jetzt alles damit aber zu tun und weshalb ich da so ein bisschen kritisch bin? Nochmal kurzes Zitat aus dem Buch. Wie man Lebenszeit spart, ein Beispiel. Ich war früher stets an Politik interessiert, las Parteiprogramme, verfolgte die Nachrichten und so weiter, was mich Zeit kostete. Als damals, ungefähr 1994, ein mir gut bekannter Kommunalpolitiker daherkam und mich aufforderte, ihn bei der anstehenden Wahl zu wählen, fragte ich rundheraus, warum? Dieser Politiker, das muss ich erwähnen, war ein Beamter und trotzdem stets in Geldnöten. Er hatte eine große Familie zu versorgen und die 5000 D-Mark, die er monatlich bekam, reichten ihm nie. Lassen wir es dabei. Auf meine Frage, warum, hatte ich ja gefragt. Auf meine Frage antwortete mir der Mann rundheraus, wenn ich in den Landtag komme, habe ich weitere 5000 D-Mark und dann können die mich alle mal an die Füße fassen. Dann habe ich ausgesorgt. Und damals war ich erschüttert und begann mich für Politikerkarrieren zu interessieren. Meine Erkenntnisse fasste ich irgendwann so zusammen. Es geht dieser Art von Menschen nur um Geld. In der Zeit der Corona-Krise ergänzte ich mein Wissen entscheidend, aber darauf komme ich später zurück. Wohlgemerkt in dem Buch. Heute nicht. Nach dieser Erkenntnis sah ich die Welt anders und verschwendete fast keine Zeit mehr mit der Politik, konnte mich also interessanteren Lebensbereichen widmen.
weitere Ereignisse damals, wie beispielsweise, dass die Schill-Partei in Hamburg herber Kritik ausgesetzt war, weil ihr Vorsitzender Ronald Schill Verwandten und Bekannten lukrative Posten zugeschanzt hatte, ordnete ich nur noch ein und verschwendete keine weiteren Gedanken daran. Das zum Thema Lebenszeit sparen. Aber eins musste ich noch erwähnen. Der oben genannte Politiker wechselte die Parteien in der Folgezeit wie seine Unterhosen. Naja, nicht ganz so oft, aber eben viel zu oft. Ja, gut. Ich hoffe, ich habe damit einiges an Gedankenanregungen gegeben und jetzt bin ich mal gespannt auf eure Beiträge. Aber ich mahne nochmals, ich möchte hier keine Statements, wer doof ist und wer schon so doof aussieht und wen man lieber in eine Wüste schicken sollte oder so ein Blödsinn oder irgendwelche anderen dahingeschmierten Weisheiten, ohne dass das Video bis zu Ende gehört wurde. Dann schließe ich nämlich den Kommentarbereich wieder und ich hoffe, dass wir das nicht machen müssen. Ich bin sehr gespannt und lese es gerne, was ihr schreibt, ne? Aber nicht so ein Blödsinn, der sich wirklich nicht lohnt, noch weiter zu verbreiten und zu lesen. Und teilen, teilen, teilen haben wir unseren Leuten ja mittlerweile abgewöhnt. Das zum Glück. Na dann, einen schönen Abend und wie gesagt, ich bin gespannt, ich freue mich drauf und alle guten Wünsche. Aber Leute, beim besten Willen, ich muss wieder auf eins zurückkommen. Macht was, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.